willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom Wild Farming Projekt zusammen mit dem MacManus, dem Sachsen-Netzbär, dem Guten und dem Werner von Burning Gamers und dem Freezy. Hallo. 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 Krass, Alter. Spektakulär. Und ist jetzt endlich leer? Werner, wir können. Ja. Da geht ja. Ich hab noch andere Sachen zu machen. Ja, Entschuldigung. Da. Ich glaube, das hatte ich dich schon vorst gefragt, Werner. Bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Ich weiß es noch nicht. Weiß gleiche Antwort. Hat ich ihn schon gefragt? Ja, ne? Ja, hast du schon gefragt. Ah, okay. Woran läge es denn, wenn es nicht klappen würde? Am Urlaub, oder? Es ist, ja, die Problematik ist, ich ziehe ja jetzt bald um. Brauche ich erstmal 2 Wochen frei. Ach so, na eben, wann ziehst du denn um? Jetzt Ende, Mitte, Ende Februar. Ach so, okay. Ja. Also jetzt nicht nächste Woche oder diese Woche? Nein. Das hätte ich mir freigehalten. Und ja, da ist eben, muss man gucken. Zumal man sagen muss, im Bau-Business ist so August, September die heißeste Zeit im Jahr und ist halt immer richtig viel zu machen. Ja, ja, ist richtig. Deswegen ist es da ein bisschen schwierig. Da wollen alle nochmal was reisen, kurz vorm Winter. Ja. Oder kurz bevor also, es kalt wird. Wenn die Gamescom jetzt wäre, wäre überhaupt kein Problem. Wäre ich eine Woche vorher und eine Woche später auch noch da, aber ja, muss man gucken. Wurde Sattmut schon gekauft? Ja, ich bin dabei. Schade. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, cool wär's. Dann kauf mal bitte, dass ich weiß, was wir da noch im Kohl haben. Ich hab schon alles gekauft. Oh so, gut, danke. Ich habe ja gedacht, Füße ist auch so ein bisschen der Partygänger und so, aber ne, war auch so eine lahme Dröte. Wie bitte? Wie bitte? Auf der Gamescom, du warst ja voll die lahme Ente. Was hat er nicht gesagt? Was? Du hast ja nichts weggetrunken und nichts. Sehe ich da den nächsten YouTube-Beef kommen? Na, hallo, bei YouTube-Beef müssen ja beide ein paar Abos haben. Oh, Bastard. Oh, das <Jetzt auch. lacht> Nein, tut mir leid, der war mies, war nur ein Spaß. Aber egal, ja, keine Ahnung. Ich hab doch voll mitgetrunken. Das Einzige, was ich versaut habe, das war mit dem scheiß Essen da. Oh, welches Essen? Ja, alle holen sich hier so dick und ich denk mir so, ach komm, du holst dir Shrimps und sowas. Da krieg ich da 6 Shrimps auf den Teller und alle sitzen neben mir voller Steak und Baguettes. Ach hier, in dem Steakhouse am ersten Abend. Und ich denk mir so, scheiße. Wer kauft denn Shrimps im Steakhouse? Oh, also, ich liebe Meeresfrüchten, Alter. Also da in dem Steakhouse, du das war... Meeresfrüchten? Meeresfrüchten, ja. Aber das war mit einer der schlechtesten Bedienungen, so allgemein, die ich in einer Gaststätte bis jetzt hatte. Stimmt, das hat sie dir, glaube ich, mal erzählt. Ja, also das war unglaublich mies. Boah, echt, ohne Witze. Also für das, für, wenn man überlegt, wie viel wir dort Mist da gebaut wurde, gegessen und getrunken haben, also war das eigentlich, also normalerweise hätten die uns Premium behandeln müssen, aber also das war eine Nullnummer, also ständig was vergessen, ständig was falsch gebracht, ständig musstest du den herrufen, wenn du was trinken wolltest, weil einfach keine Sau interessiert hat, dass dein Glas leer war. Ne? Ja, das, also das war wirklich ätzend. Echt mies. Die Olle, die Bedienung da, die hat er dann, glaube ich, heimgeschickt. Also da gab es noch böses Blut an dem Abend. Also das, der hat irgendwie einen Anschluss gekriegt, dann musste die heimgehen. Oder dann ist die heimgegangen. Oh, hast du einen Arbeitsplatz auf deinem Gewissen, Tino? Nee, ich nicht. Oh. Da bin ich ja noch der Humanste. Da könnte ich nicht schlafen. Nein. Also mir braucht das, nein. Also ich bin da nicht so der, der hingeht und sich da beschwert und hier ein Fass aufmacht. Das mache ich nicht. Nee. Weil da ich noch dazu über die Gute sah, was? Die war, ja, da kann ich mich ja dran erinnern, das war ja wirklich, also die kannte ja gar nicht. Also da bin ich ja zwischen dem Glas und den anderen Glas bin ich ja schon fast wieder nüchtern geworden, so lange. Das ist wahr. Das ging mir richtig auf den Sack, ey. Das ging mir auch auf den Sack. Das hat man aber am Ende gar nicht gemerkt, Randy. Nee, das war dann nur eine Phase so zwischendurch. Danach war ja der Herr, der die ja auch rausgeschmissen hat, und der kam ja immer und immer und immer wieder. Das hat ja gepasst. Aber die, das habe ich ja glaube ich 6-mal gesagt, die hat es nicht gerafft. Also, Schlimm. Musst du, glaube ich, 6-mal sagen. Cooler Whisky, bitte. Ja, ich bin gleich da. Beim letzten Mal. Aber die sah gut aus. Ich möchte das nochmal ganz klar betonen. Ja. Hast du ein Foto gemacht? Nee, leider nicht. Oh, Mann. Bringt doch halt auch nichts. Scheiße, gut, die ist aber auch eingestellt. Werner, was siehst du da an? Sojabohnen. Alles klar. Kommen da eigentlich noch Schafe oder sind wir durch? Ja, das kommt bei noch. 1700? Ja. Achso, sind da welche unterwegs oder was? Sind da welche unterwegs? Wie viel hast du denn geladen? Aber danach haben wir kein Geld nochmal mehr. Nochmal 15. Ne, dann haben wir kein Geld mehr. Sonst wird es auch voll? Keine Ahnung. Ja, ist voll. Dann haben wir 74 Schafe oder was? Ne, 15 kommen noch dazu. 89 Schafe oder was? Ne. Ne, dann sind es 63. Was?
gerade was? Also jetzt haben wir 48. Ja. Und ich dachte, da kommen noch 24, aber es sind nur 15. 63 Schafe, ja gut, klar. Geht doch. Ja, hab ja gesagt, ich habe ja gesagt, 55 Schafe bei 200. Wie viel waren es? 30.000, 120.000. Ja, für den also Anfang ist es alle doch nicht 20 schlecht. Stunden aktuell eine Palette. Dafür, dass wir auf 1 spielen. Ein neues Tier bekommen wir alle 20 Stunden dazu. Ein neues Tier, ja, das ist die Fortpflanzung. Das muss mehr sein, oder? Das muss schneller gehen. Weil, hä? Ja, wir haben ja erst 63. Achso, nee, 48 sind das aber noch guten. Ja. Mit den 20 Stunden. Wir müssen halt nochmal dick demnächst investieren. Wir müssen halt schauen, dass die Sauberkeit passt, ne? Ja, ja, Sauberkeit muss passen und sie müssen immer genug zu essen, zu trinken haben. Ja. Aber Sauberkeit. Also, wer ist die Putze? Ey, das ist jetzt blöd, weil der Haufen steht natürlich halt halb im anderen, ne? Oh, lol. Da müssen wir einfach mal mehr fressen jetzt. Vielleicht sollten wir uns so Lady Juno holen. Das ist ein Roboter zum Putzen. Der wird auch den Lady, ja, den könnten wir auch mit reinnehmen. Also, was noch geiler wäre, aber das, da werde ich wahrscheinlich keine Freunde finden bei euch. Habt ihr von Maru diesen umgebauten Jens Holzhacker gesehen? Nein. Was willst du mit den Schafen und dem Holzhacker? Nein, 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 das hast du nicht ganz richtig verstanden. Du kannst da Gras reinwerfen und allen möglichen Zeug und das kommt alles das Ballen hinten raus. Okay. Ja gut, das gibt's in echt auch, ne? Da gibt's es in echt auch. Ja, Beinpresse, ne? Ja. Ja, so eine, wo du dann auch Holz und sowas mit machst. Achso. Also du kannst da Saatgut reinwerfen, du kannst Silage reinwerfen. Und ich du kannst glaub, alles reinwerfen. Dann eigentlich Pellets oder so. Genau, du kannst alles reinwerfen in das Ding und es macht einfach überall Ballen, Kisten, Paletten, alles mögliche draus. Wird alles schön gestapelt. Finde ich gar nicht so schlecht für die Ordnung. Die Ordnung ist es aber, ich schicke euch da mal einen Link. Aber wir müssen mal ein bisschen Ballen? Was, ich muss mal hier, wo ist mein Stift? Wo wir gerade hier bei Ballen pressen und sowas sind. Ihr kennt doch bestimmt alle dieses Video auf Facebook, wo der Typ da im Trecker dann den Selbstfahrer reinmacht, aussteigt, sich auszieht, in die Ballenpresse springt und hinten als Ballen da so wieder raus. Geht das eigentlich wirklich oder ist das ein Fake? Ja. Frag doch mal deinen Berufsschullehrer. Na, da bist du sowas vom Matsch für sie. Hast du schon mal reingeguckt in so eine Ballenpresse? Nee. Das macht die arbeitet auch mit ein bisschen Druck. Das Ding arbeitet komplett auf Zug. Also da ist nichts mit einfach mal reinhippen. Ja, da wirst du komplett durch Löcher da drin. Aber du kannst es ausprobieren und filmen. Mal gucken, was passiert. Also ich würde es mir angucken, das Video. Aber du musst davor jemanden bestimmen, der das hochlädt. Livestream. Livestream, war gut. Also warte mal, ich werde mir mal notieren. Und zwar einmal den Lili Roboter hier, ne? Ja. Dann wie, was ist dein Jens-Ding hier, oder was? Jens von Maru. Oh, Abtanker. Bitte, auf Facebook. Ja. Dann, ja, jetzt weiß ich nicht, Seedmaster wäre auf jeden Fall ganz cool. Warum spüren wir mal 120? Ich wollte mal kurz auf 11 Uhr spulen, damit sich die Sauberkeit aktualisiert. Also. Weil dann sehe ich, ob der Haufen halt noch im Trigger steht oder aber nicht. Guck mal, jetzt sind es nur noch 15 Stunden, guten. Ja, jetzt sind wir auch quasi auf Max. Mehr kriegen wir jetzt nicht mit der Anzahl. Wolle schon auf 2%. Also. Lass auch, und jetzt weiß ich halt nicht, ein Kompostmaster wäre halt echt noch geil. Hat jemand schon mal Schafe gemacht und weiß, ob es mehrere, also ob mehrere Wollepaletten in den Trigger passen oder ob da immer nur eine kommt? Nee. Mehrere, so viel wie ich weiß. Das ist gut. Ich habe übrigens noch ein Thema. Oh, alles klar, ein Thema? Und zwar habe ich gelesen, Klaas kommt in den LS. Sagen. Ja, habe ich auch gelesen. Fand ich cool. Was? Vor allem Klaas. Dingen, die Marke Klaas. Ja, ja. Und waren die DLC-mäßig oder was? Das weiß ich nicht. Hä? Wie genau, aber die Gespräche sind auf lsnachrichten.de. Aber nicht offiziell von Giants, oder? Ja, aber also nicht offiziell von Giants, aber von dem Marketing-Typen von Dings, wenn ich das richtig gelesen habe, von Klaas. Und ich finde das deshalb interessant, also zum einen haben sich das ja viele immer gewünscht, dass es endlich mal reinkommt, die sind dann glücklich, aber zum anderen finde ich das interessant, weil das ja für viele auch so ein Argument war, irgendwie Cattle and Crops hat es geschafft, sich eine Lizenz zu sichern, wieso hat das
der LS nicht geschafft und jetzt hat Klaas, ja meinst sagen, du? Klaas hat eigentlich nur zwei interessante Geräte, ne? Eigentlich nur den Zerion und den Jaguar-Häcksler. Der Rest von denen ist ja jetzt nicht so der Burner. Ja, also ich. Na ja. Ich finde die Traktoren einfach auch hübsch. Also ich sehe jetzt zwar nicht. Also mir so gefällt der Axion, gefällt mir auch, muss ich ehrlich sagen. Und also so ein richtig schöner Lexion hat auch was, glaube ich. Ach so, ja, stimmt. Aber Klaas Lexion ist 87 ist ja auch ein ganz schönes Gerät, ne? Ja, müssen wir einfach mal schauen, ob was kommt, ne? Aber wird in Form von DLC kommen oder was? Wie gesagt, das weiß ich nicht, das stand da nicht. Vermute ja erst zum nächsten LS. LS-Nachrichten, wer macht das nochmal? Holger! Macht das dein Holger? Dein Freund. Ja. Oh, nice. Ja, dann muss ich ihn nachher mal schreiben, ob da was dran ist. Lies dir einfach die News da durch, das sieht schon so aus. Nee, wir haben noch guten Kontakt. Wir sind doch Dudes. Doch voll die Bros. Ja. Jeden Tag schreiben die sich, oh ja, das klingt, ja klar bei dir. Boah, was machst du, wieder reinhängst, du eifersüchtiges Stück. So, ja. Wir zwei unterhalten uns gleich mal, du Spinner. Warum? Dann kriegst du erstmal Lack. Warum? Weil du frech bist. Jetzt hast du mal Lack auf der Berufsschule. Boah, das war heute so scheiße, ey. Ja, ich hab dir meine Meinung dazu geschrieben. Wieso? Weil Berufsschule scheiße ist. Ja, ist es auch. Und welche Meinung hast du geschrieben? Das kann ich nicht öffentlich sagen, weil es ist eine Privatsache, aber ich habe meine Meinung geschrieben. Leider ist Berufsschule tatsächlich so, dass viele verschiedene, wie sage ich es jetzt am schonsten, Intelligenzquotienten aufeinandertreffen. Ja, so nicht, nee, nicht in derselben Klasse, sondern auch meistens in ganz vielen verschiedenen Klassen, weil so eine Berufsschule hat ja meistens mehrere, ne, und verschiedene Berufszweige auch und alles. Was ist denn passiert, wenn... Ach, das bin ja jetzt auch schon was älter und das einzige Thema, was du dich mit den Leuten da unterhalten kannst, ist wirklich diese ApoRed-Scheiße da. Da feiern die alle. Ja, oder würde ich ja ausrasten. Dann haben wir da hinter mir sitzt eine, die ist total der Bibi-Fan, Alter. Die sprüht sich die ganze Zeit mit ihren scheiß Bibi-Scheiß da ein. Und dann geht es nur darum, wer hat das... Wie alt ist die? Die ist 17, 16. Ich weiß es nicht. 18, 17, 16 so. Ich weiß nicht, ich habe mit der noch nicht so viel gesprochen. Ja, und dann geht es sich nur darum, wer hat das beste iPhone, wer hat das beste Smartphone, wer hat das, wer hat jenes. Du kannst dich keinen vernünftigen Satz unterhalten, weißt du, was ich meine? Es geht immer nur um... Oh. Ja, das wäre, da würde ich auch die Krise kriegen. Und dann sitzt du da und dann fragen dich, ja, was hältst du denn von das neue Apo-Ding-da-Scheiß? Ich denke mir, Alter, diese Messer-Scheiße gibt... Ist einfach nur scheiße, ihr wisst schon, dass ihr euch verarscht. 1000-Grad-Messer meinst du hier? Ja, genau. Ja. Aber warum sagst du dann nicht einfach, ey Leute, habt ihr schon mal den Manus gesehen auf YouTube? Habt ihr den Schnee schon mal angeguckt? Das ist ein krasser Typ. Weil dann würden alle lachen. Das will ich ja nicht. Den kenne ich. Wie, es würden alle lachen, Ansgar. Das möchte ich bitte argumentiert haben, ja? Wie, es lachen alle. Lass, du guckst dir einen Ossi an. Was bist denn du für ein Lappen? Nee, es gibt keinen Westen und Osten mehr. Es sind Himmelsrichtungen. Wie oft muss man das eigentlich noch erklären? Das kannst du den Berufsschulleuten doch sagen, die dann vielleicht sagen. Weißt du, wenn ich nicht mal wenn ich noch nicht mal geboren war zur Wende, dann sollte ich vielleicht auch einfach nicht drüber reden, weil ich sowieso keine Ahnung habe. Digga, von mir weiterreden, was hast du überhaupt für ein Smartphone? Ja, so geht das. Was hast du denn da für ein Handy? Ein iPhone 6 hast du. Bist du komplett oldschool. Boah, du weißt schon, dass es iPhone 7 gibt, ne? Komm, lass mal weitergehen. Lass mal mit dem da drüben reden. Ja, bist du überhaupt? Ja. Könntest mein Vater sein, Mann. Wahrscheinlich bei einigen dann wirklich der Fall, ne? Ja, ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die muss man durchstehen und dann am Ende hat man seine Ausbildung und ist glücklich. Hat das schon mal eine zu dir gesagt, Füßis, so ein junges Huhn? Ey, könntest mein Vater sein, ey? Nein, hat doch keiner gesagt. Aber schließlich habe ich mal eine andere Frage. Und die ist wirklich ernst gemeint. Ich noch einen Hast du jemanden in deiner Schule gesagt, dass du YouTube machst? Nein. Okay. Da werde ich ausgelacht werden. Auf jeden Fall. Guck mal, der spielt Landwirtschaftssimulator. Noob! Nee, das ist mir scheißegal. Ich stehe jetzt aus, was ich mache, aber. Aber ich habe keinen Bock, dass die da irgendwie gucken und dann. Ja, das geht mir auch voll auf den Sack. Ja, nee, alles gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn dich eine sagt, ey, du könntest mein Vater sein, dann würdest du sagen, nee, kann nicht sein. Oder dann sagst du einfach zu ihr, ja, der wird sie wenigstens kennen. Oder sowas, weißt du? Ja. Na egal. Ja, es ist, die wertvollen Tipps hier. Die Jugend ist manchmal nicht so, wie sie sein sollte.
Nee, die ist total. Ach, nicht nur die Jugend. Viele Menschen sind nicht so, wie sie sind. René, den würde ich gerade wegfahren, raus da. Was wolltest du? Den würde ich wegfahren gerade. Achso, okay, na dann. Bin auch hier mühevoll befüllt. Was haben wir denn noch zu tun auf dem Hof? Ey, boah, ist ein Ernst. Digi, ich hab den gerade aus Öff getankt. Wen? Was gibt's denn Neues auf YouTube? Das Ding hier. Das könnten wir in der nächsten Folge erklären. Gut. Außerdem ist da noch schneller. Dann machen wir das in der nächsten Folge. Also, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Lasst gern bei allen ein Däumchen da und schaut bei allen Kanälen vorbei und abonniert und favorisiert und macht alles, was dem Video irgendwie hilft. Bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.